Hallo zusammen und willkommen zurück zu Might & Magic 10 Legacy. Ja, da waren wir ja beim letzten Mal, sagen wir so ein bisschen vorzeitig zum Ende gekommen, als es dort im Spiel nicht weiterging. Ja, da konnte ich mich jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, das Problem hier lösen. Und hatte ich jetzt schon mal zuletzt gestern mit erwähnt, dass wir Infinite Adventures gespielt hatten oder ähnliches. Und darüber hinaus, wie man es vielleicht hört von der Stimme her, ich bin momentan so ein bisschen erkältet noch. Ist auch der Grund, warum jetzt in ein paar Tage sozusagen, sag ich mal, Stream ausgefallen sind. Und ich jetzt sagt man sich, okay, und jetzt gerade früh am Morgen, naja, es liegt halt daran, dass ich diese Woche auch noch Urlaub hatte. Also was heißt hatte, habe auch immer noch. Und ja, eigentlich war natürlich die Idee eher mehr Content da rauszuholen. Also das war eigentlich wirklich so mein Hauptfokus gewesen. Und naja, gerade eben direkt dann wirklich kurz davor an dem vor dem Wochenende, dann wird man natürlich erstmal krank und ist somit die ganze Woche so ein bisschen. Ja, wollte da erstmal dann nicht so viel machen, einfach weil es mich halt selber so ein bisschen nervt, wenn es so schlecht geht. Und am Anfang hatte ich halt hauptsächlich auch erstmal Halsschmerzen gehabt und da dachte ich mir, so viel reden dann hier macht vielleicht auch nicht so viel Sinn. Na gut. Lirum Larum, jetzt geht's auf jeden Fall hier erstmal weiter. Ich will halt auf jeden Fall auch mehr als einmal nur streamen. Also jetzt werden wir mal bis ungefähr Mittag machen und mal schauen, wie weit wir hier kommen. Na gut, unabhängig erstmal von diesen Geschichten. Es gab ja das Problem mit diesem Dialog dort, dass wir dort sozusagen diese Option nicht auswählen konnten mit diesen dort hinzukommen. Ich hatte so ein bisschen so nichts vermutet, hängt das vielleicht mit unserem Gefährten, diesen Esel da zusammen. Nein, auch wenn das auch eine Rolle spielen würde, was wir dann gleich sehen werden. Und zwar, da das wohl doch, das hatte ich zunächst mal auf irgendeiner ersten Seite, ich das dann irgendwo, ich weiß nicht, das war so eine Art Wiki oder so zu dem Spiel. Da stand dann auch zu dieser Person, mit der wir da sprechen wollten, eben drin, ja, da gibt es hin und wieder mal Probleme mit den Dialogauswahlen. Ich dachte, na toll, weitere Informationen wären hilfreich gewesen. Ich habe dann natürlich am Ende was gefunden und das kann man dann auch selbst beheben, wobei es doch ein bisschen, sagen wir mal, interessant wird. Also es sind jetzt die Sachen, die man nicht unbedingt jeden Tag wahrscheinlich dort jeder Mensch macht, aber gut. Ich habe mir das auf jeden Fall hier mal so vorbereitet, dass ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen kann und blende da hier mal kurz was ein. Und zwar gibt es da eine Datei. Dieser Charakter heißt ja Lev. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Abkürzung ist oder wirklich nur so heißt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und da gibt es eine Dialog-XML. Also für diejenigen, die damit nichts anfangen können, sieht im Prinzip ein bisschen so, ich sag mal, ähnlich wie so eine HTML-Datei aus. Und darüber habe ich mal noch den Pfad hingeschrieben, also vorn Punkt Punkt Punkt, wo immer das halt installiert habt. Das, was hier in so eckigen Klammern ist, MMX, das ist einfach der Root-Ordner des Spiels, Might and Magic 10. Ich denke, standardmäßig heißt der auch einfach Might and Magic X Legacy, wie man es dann im nächsten Ordner oder so sieht. Aber theoretisch kann man den ja, denke ich, benennen, wie man will. Von daher habe ich den jetzt einfach mal so abgekürzt, damit es auch nicht so ewig lang dort wird. Dann geht ihr auf diesen Data-Ordner, also Might and Magic X Legacy Data, Streaming Assets und dann darunter Dialog oder Dialog, natürlich im Englisch, klar. Und da habe ich jetzt hier mal so diesen einen Eintrag hier mal, Entry, gezeigt, der da unter anderem, den gleichen gibt es, ich denke, insgesamt viermal oder so. Weil dieser Charakter wohl an verschiedenen Positionen im Spiel ansprechbar ist und somit gibt es dann halt dieses Ding dann mehrmals. Und zwar ist dort im Prinzip das Entscheidende, wenn ihr erstmal diesen Entry-Block dort habt, im Prinzip die, ich sag's jetzt mal, dritte Zeile dann nach Entry, also darüber haben wir dieses Mule-Hireling in Party. Also das hatte ich schon vermutet, dass der irgendwie eine Rolle spielt. Also da gibt es halt dann A und B so ungefähr. Und darunter dieses Condition. Das ist sozusagen das. Diese Condition-Sache gibt es ja dreimal untereinander. Und bei dem obersten, da seht ihr, das ist auskommentiert. Also steht vorne dieses hier Ausrufezeichen minus minus dran.
Genau, das ist sozusagen die Zeile, die war original. Sozusagen ist da dieses Ausrufezeichen und so weiter nicht mit dabei. Somit würde diese Zeile für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet, wirken. Und wenn man das jetzt auskommentiert, wird die Zeile, sage ich mal, einfach ignoriert, so wie wenn man einfach einen freien Kommentar sozusagen dazu schreibt, dann nennt man es halt auch kommentieren. Das wäre halt hier und an allen Stellen, wo er das sozusagen in dieser XML-Datei dort findet, zu tun. Das heißt, ihr könnt das auskommentieren. Alternativ kann man natürlich die Zeile auch einfach komplett rauslöschen, da man die wahrscheinlich nicht wieder reaktivieren wird, wird das wahrscheinlich auch keine Rolle spielen. Ich habe es hier halt jetzt mal auskommentiert. Ja, das wäre im Prinzip, ich sag mal, das, was man dort so machen müsste. Ich kann euch natürlich, ja, für diejenigen, der sich das dann hier nochmal in diesem Ding anschaut, vielleicht im VOD, kann ich euch die eine Zeile hier ja mal, die geänderte, in den Chat reinschreiben. Dann kann man die sich da nochmal eventuell heraussuchen in der Datei und dann gleich komplett geändert übernehmen, falls denn das zu kompliziert ist, aber ja. Also, sicherlich schon mal relativ ungewöhnlich, dass man da in irgendwelchen Unterordnern da rumforstet und irgendwie von Hand irgendwelche XMLs da umschreiben muss. Ja, also, nicht so schön und das ist definitiv ein echter Bug. Weil, spielen jetzt natürlich mal weiter und schauen uns mal an, wie es jetzt aussieht. Genau, also hier hatten wir aufgehört, sage ich mal, und ihr seht da, hier oben habe ich dann nochmal ein bisschen rumprobiert. Das machen wir aber natürlich nicht. Wir spielen da weiter, wo wir zuletzt gespeichert haben. Ich trinke erstmal Lindenblütentee. So. Es gibt echt wenige Spiele, die ich habe, die so lange Ladezeiten haben wie dieses hier. Also, ja, das Spiel selbst ist noch auf einer alten Festplatte. Das wird schon was erheblich ausmachen, ist mir schon klar. Aber wenn man bedenkt, wie viele andere Sachen wir ja auch spielen, das schon wesentlich schneller geht. Also, das kann mir keiner erzählen, dass es so langsam sein muss. Na gut, so, sind wir auf jeden Fall erstmal hier. Und wir gehen mal hier rein. I'm happy to see you again, my friends. What news do you bring? So, jetzt haben wir diesen Lev ja auch mit da. Reisen, begebt euch zur Schmiede der Elemente. Ah, ist das ein Pferd? Ja, der ist hier raufgeschafft. Wie auch immer, mein Greif kann er nicht mitnehmen. Und das ist das, was ich meinte. Das wäre ja okay gewesen, wenn das so gewesen wäre. Das ist allerdings. Achso, und wenn man hier dann rausgeht, kann man nochmal in die Bolt nochmal. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier raus. Das heißt, du musst hier nach Hause. Nach Hause schicken. Zeigt auf die Taschen. Okay, das war auch eine Frage, die ich hatte. Das sagt, nee, komm, schau mal, ich habe noch was hier dabei. Das ist auf jeden Fall in dem Sinne ganz gut. Nochmal hier rüber. Und haben wir natürlich bis jetzt das Geld doch relativ verschwendet für das Pferd, aber naja. Now. So. I'm happy to see you again. I'm happy to see you again, my friends. What news do you bring? Reisen. Nun gut, ich muss euch die Grundlagen des Reitens auf den Greif beibringen. Ihr wollt doch unterwegs nicht herunterfallen. Okay, all das erzählt uns, denke ich, nicht wirklich. Da wären wir, die Schmiede der Elemente. Keine Spur von Elfen, die ich zuletzt hier gesehen habe. Seid vorsichtig, sie könnten immer noch hier sein. Ist alles in Ordnung? Ihr seht ein wenig blass aus. Oh, ich verstehe, euer erster Flug, was? Ich werde hier auf euch warten und mich um die Greife kümmern. Sagt mir Bescheid, wenn ihr wieder nach Port Myron fliegen wollt. Okay. Da ist er. Ja, und jetzt ist die Bewegung natürlich genau wieder andersherum wie bei Infinite Adventures.
Also wenn ich mich manchmal komisch ein bisschen im Kreis drehe oder irgendwas, liegt das daran, dass ich gestern ein anderes First-Person-Tile-Based-Spiel gespielt habe, wo Q und E Straven ist und hier ist Q und E halt zur Seite schauen. Bei dem anderen Spiel kann man es leider nicht verstellen, mir gefällt aber grundlegend die Bewegung, wie sie hier ist, eigentlich besser. So. Ja, wo sind wir hier eigentlich? Schmiede der Elemente, Stufe 4. Achso, da sind wir quasi oben drauf gelandet. Ja, macht ja auch Sinn. Wir werden ja mit einem Flugzeug, hätte ich fast schon gesagt, nicht unten im Keller landen. Das macht irgendwie Sinn. Brünnchen. Ah, Stufe 3. Okay, da geht's wo rein dann. Okay, da sind verschiedene Elemente hier, das sehen wir schon mal. Und diese komische Scheibe, die man dort vorne sieht, ich denke, die war damals, jetzt nicht vor 100 Jahren, als das Spiel gerade eben erst rausgekommen war, also im Early Access wahrscheinlich auch noch, aber oder war das überhaupt Early Access oder irgendwie so eine Vordemo, die dort einige Leute gesehen haben? Aber ich denke, ganz am Anfang, als ich es das erste Mal installiert hatte, war das auch so, bevor dann nochmal irgendwie ein Update kam, dass diese komische Scheibe hier... Achso, schnelle Kraft wurde genommen, ja. Sozusagen im Ladebildschirm immer gezeigt wurde. Halt, weiß jetzt nicht, die Scheibe der Elemente, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll. Interessant. Und jetzt sieht man ja immer diese verschiedenen Charakterklassen, die dort da rumstehen und cool rumposen und so weiter. Natürlich sind sie sofort wieder müde geworden, ne? Ich hoffe mal, dass sich das jetzt hier nicht ewig hinzieht. Gut, ist jetzt die Frage, hier gab es jetzt nichts, ne? Wir sind ja bloß rumgelaufen, aber... Wir gehen mal hier rein. Ich habe ja mal die Vermutung, dass wir ja bestimmt auch gegen irgendjemanden kämpfen müssen. Und das wäre ja schon schön, wenn wir jetzt erstmal noch ein kleines Kämpfchen hätten, bevor wir wieder rasten und sozusagen unsere Nahrung verschwenden, bloß weil die Leute müde sind. Wenn wir noch ein bisschen Mana oder so auffüllen könnten, wäre vielleicht besser. Seid ihr Nahkämpfer oder es sieht für mich so aus, als ob ihr Armbrust oder sowas hättet? Ah, ne. Okay. Was habt ihr hier? Gegenwehr. Erwidert den ersten Nahkampfversuch, wenn ihr es angreift. Also okay. Der Meuschler. Achso, die hatte noch der Level abgefehlt. Na, ist ja in Ordnung. So. Magie, Magie. Wied und Geist. Bestätigen. Sehr schön. Primär, Icon. Mystik bist du gerade noch dran, ne? Ja. Was darf ich auch irgendwann mal noch machen? Okay. Halt. So. Ja, bevor wir jetzt irgendwie mit dieser Schwäche dort Probleme kriegen, rasten wir jetzt halt mal. Oder zählt das dann irgendwie Tage oder irgendwas auch noch mit? Na gut, diese Autosaves, als ich das natürlich hin und her probiert habe und da 20 Mal aus dem Ding rein und raus, wenn das jedes Mal ein Autosave macht und jeder Autosave den Counter hochzählt, dann könnte das natürlich schon sein.
Weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann, weil also theoretisch so häufige Autos selbst brauche ich eigentlich persönlich nicht, aber naja. Ist auch egal. Ach so. Das mal so zum Spaß. Okay, du gehst gar nicht auf. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus hier. There are enemies ahead. Hinter uns auch? Nein? Du hast aber irgendwelche Chakrams oder sowas. Gerade auf sie natürlich. Der Meuschler. Was ist mit dir los? Geschwächt. Haben wir Schwäche heilen? Also ich weiß, dass es bei Rasten weggeht, aber keine Abwandlung. Hier kann man sich dann auch mal dieses beste Mana und bestes Leben und so weiter mal wieder mit raushauen. Okay. Wenn für euch auf dem Shortcut hier macht dann das vielleicht sogar irgendwann mal Sinn, ne? Weil der gibt wenigstens ordentlich Mana mit 50 seid ihr eigentlich. Ja, nicht so gut aufgehoben. Kann mit Erd- und Primärmagie tränken und durch Rastlauf ruhen werden. Großer Lesen, okay, haben wir auch schon mal einen. Regeneration heilt ja bloß. Hebt alle Flüche auf. Mit der Rundung heilen. Heilt, denke ich mal, nur die HP noch. Na toll. Ist Schwäche heilen so ein... ihr dürft euch nicht bewegen, warum? Achso, die Runde noch nicht rum. Schön weggemeuchelt hier den Typen. Also natürlich mit dem nächsten Mal rasten, das denke ich, schwäche er ja auf jeden Fall immer weg. Und daher ist es vielleicht nicht das Ende der Welt. Schöpfungsmythen. Ach hey. Sarismus. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. Okay, und hier haben wir jetzt schon mal gewesen. Er könnte ein bisschen heller gerne mal auf der Map aussehen, das Zeug, aber na gut. So ist es halt. Schwäche heilen. Wer denn vermutet, dass das hier ein Großmeister-Zauberspruch oder sowas ist? Schwäche einer der wirklich simpleren Status-Veränderungen hier sozusagen heilen zu können. Naja. Schauen wir mal. Machen wir mal das hier. Reisestiefel.
Was war das hier? Magie aufheben. Okay, das ist wohl eine der Primärsachen, die damit gemeint ist. Also ja, und ich denke mal, Magie aufheben, dass alle Effekte aufhebt, das ist wahrscheinlich schon mal ein höherstufigerer Zauber. Ja, das würde Sinn machen. Aber man muss ja nicht gleich die ganze Welt neutralisieren, einfach ein bisschen erfrischen, aufmuntern. Würde ja vielleicht reichen. Aber nein, offensichtlich nicht. Naja. Ja, dann eh irgendwann rasten wieder. Schleicher. Ah, dann bist du das hier. Was hast du hier Schlimmes? 10% Chance zu schwächen. Jetzt müssen wir mal schauen. Hilft das dagegen auch? Lähmung, Schlaf und Betäubung. Ja, also dagegen sowieso nicht. Ja, gut. Wäre natürlich schön, wenn wir da was dagegen hätten, aber na gut. Bestiarium, ach ja. Weiß nicht, ob ich das letztens schon erzählt habe, da hatte ich auch nochmal nachgesehen. Also es müssen, das hatten wir dann nochmal, Meuchler. Ah, okay, dann haben wir aber gleich hier komplett drin. Ich weiß nicht, ob die Leiste hier muss wohl nicht voll sein, also zumindest stand das nicht da, aber nochmal bei den Aufträgen. Ich weiß nicht, ob ihr das dann nochmal mitgesehen hattet. Ohne Elite und Meister, also Meister gehen wir aber aus, dass das dann mehr oder weniger die Bosse sind. Oder, weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch extra Meister als Dings. Und ohne die halt. Ja. Der Feind einsenken. Können wir mal sehen, wie viel wir schon haben. Na, so sehr viele haben wir noch nicht. Sagen wir es mal so. Ist ja auch in Ordnung. So, haben wir diesen goldenen Schlüssel hier mitbekommen. Und du noch mal so einen kleinen Trank hier. Moment, hier geht's nach oben? Nach unten. Ja, logischerweise. Aber wir haben jetzt ja einen Schlüssel gefunden. Gut. Gift ist einfach so gut. Ja, du bist jetzt natürlich auch geschwächt, klar. Dann heil uns mal ein bisschen. Hey, da stand ein Nahkampfversuch. Nichts von Fernkampfversuch. Das ist ja gemein. Oh. Aha. Kommt nur mal her hier. Ich krieg mal auch noch down hier. Ach, du bist sogar der Erste hier oben. Okay. Anfällig gegen Luft haben wir nicht. Anfällig gegen Licht. Da haben wir keinen Angriffszauber. Na gut. Tja, noch jemand, der schwach ist? Worauf genau macht das? Macht und Wahrnehmung. 70%.
Ach so, um 70% verringert. Nicht auf 70%, sondern um 60%. Okay. Ich weiß halt nicht, welcher Erdzauber das dann heilt. Also das müssen wir uns auf jeden Fall demnächst mal anschauen. Wir rasten nochmal hier. Genau, und damit kriegen wir das natürlich auch los. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr fantastisch hier aus. Sind das Gegner? Ja. Und die schweben, ne? Lichtelementar. Ich wollte gerade sagen, es sah erstmal so, als ob sie nicht wirklich groß was macht, was ihr davor habt, aber. War so eine Rüstung hier. Hängt dann schon mal so aus. Aus der Entfernung können wir natürlich nicht wirklich gut. Das Blöde, wenn wir jetzt bis hingehen, dann sind wir natürlich schon fast tot, ne? Bloß durchs Hingehen. Weil die eine sehr hohe Range haben. Also, sie ist wirklich schon ziemlich im Arsch. Gib uns nochmal Rüstung. Heil sie. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da ist er ganz schön an den Kräften gezerrt, ja. Großer Mana Trank, okay. Ja. Tür öffnen. Ich habe nicht den richtigen Schlüssel. Was genau machen wir jetzt eigentlich auch hier? Findet heraus, Dürden anführt, elementare Störung. Regelt mal die Dinge. Das ist natürlich auch immer sehr schön. Also wenn wir nicht im Kampf sind, können wir das natürlich mal so machen. Geschlafen haben wir ja erst. Das sollte erstmal nicht zum Problem führen. Was ist denn wo mehr Licht? Ne, ihr seid Windelementare, oder? Hoho. Ich habe das Gefühl, dass wir das ja vielleicht noch nicht machen sollten. Woran könnte das liegen? Okay, also diese Lichtelementare haben wir gerade so geschafft. Wobei die Frage ist, ob das unbedingt sein muss. Es ging dort aber auch nicht wirklich weiter, also, Also bloß wegen 80 Erfahrungspunkten oder sowas zu machen, aber, ja.
Seid ihr verrückt? Genau dann, als meine Rüstung ausläuft. Ich hätte nicht noch diesen einen Schritt aushalten können. Tja, wie kriegen wir das jetzt hin? Gut, das hält es erstmal relativ gut ab. Und sobald du weg bist, ist es ja auch in Ordnung. Direkter Treffer, genau. Noch mal die Rüstung machen. Ja, also wenn wir hier wirklich alles geben, dann kriegen wir das hin. Imperiale Armbrust, bringt dir das was? Die macht wesentlich mehr Schaden. Drei Prozent bewegungsunfähig. Kannst du vergessen, da kannst du aber gleich die nehmen. Die ist zwar nicht magisch, aber macht einfach ungleich mehr Schaden. Ja, und hier geht es sich weiter. Und wie schon gesagt, wir haben gesehen, also diese Windelementare, da haben wir auf jeden Fall keine Chance. Aber wir haben zumindest schon mal einen weiteren Bestiariums-Eintrag hier mit diesen Lichtelementaren. Aber mit denen sollten wir uns wirklich nicht anlegen. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, weil wir jetzt schon wieder rasten. Ich weiß nicht, ob wir mit unserer Anzahl an Nahrung hier dann noch hinkommen. Ich meine, ist jetzt nicht das Ende der Welt. Wir könnten jetzt auch sagen, wir waren jetzt gerade auf der ersten Ebene und gehen noch mal kurz raus, um da direkt, wenn man noch direkt vor Port Myron ist, ja dieser Wagen hier, wo man auf 9 auffüllen kann. Aber das Zurückgehen würde ja hauptsächlich nur dann Sinn machen, wenn wir auch diesen Schwächeheilenzauber sowas kriegen würden. Und da müssten wir ja zumindest nach Neu-Sorbrigal zurück und da bin ich mir da noch nicht mal sicher, ob das überhaupt ein Expertenzauber ist oder ob man da schon Meister sein muss, was wir ja von den Sachen, die wir gefunden haben, in aller Regel ja noch gar nicht die Möglichkeit dazu hätten, sonst wenn wir jetzt Skillpunkte irgendwie ausgeben. Das weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn macht. Aber unendlich viele Tränke jetzt reinzuballern, ist wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll. Also auch vom Vergleich her, ich meine, so eine einmal Rasten kostet jetzt 10 Gold so ungefähr, weil ich meine, das ist ja im Prinzip gar nichts. Ja, wir rasten erstmal und alles gut. So, und schauen uns einfach mal an, was hier auf der nächsten Ebene überhaupt los ist. Wird da denn hinkommen, ja. Hätte ja auch sein können, dass der Teleport irgendwie belegt ist mit einem Schlüssel oder irgendwas oder was weiß ich. Elite der Elemente, Stufe 2, okay. Mehr von euch. Elite-Meuchler, na toll. Jemand auch Schwäche, ne? Ach ne, ihr seid die Erwiderer. Die Erwiderer. Ich weiß nicht, wie viel dieses Rüstung tatsächlich dann ausmacht. Kann ich erstmal vergiften, das ist schon mal schön.
Okay, ihr habt aber auf jeden Fall auch jede Menge Schaden genommen, meine Freunde. So. I kill you. Sehr schön. Erfolg geheilt. Ich weiß nicht, ob es sofort Sinn macht, gleich mit dem hier loszulatschen. Möglicherweise schon. Alter, das sind mal viele Gegner. Solange sie uns hinter uns nicht noch mit angreifen, ist er erstmal okay. And stay down. Du kannst ja schon mal sowas hier machen. Ich meine, es macht ja doch schon ganz gut Schaden hier. Du bist noch hier dran. Ja, aber denen Gegenschlag zu erlauben macht jetzt auch nicht Sinn. Du hast jetzt nicht den guten Single-Target-Spell hier. Was du dich hast, ist Gift. Das ist sehr gut. Ja, gut, bei drei Gegnern machen wir natürlich auch das hier noch. Wir versuchen trotzdem erstmal hier einen wegzuhauen. Ihr seid die Schwächer, ne? Okay, erstmal wurde niemand geschwächt. Das ist schon mal sehr schön. Okay, du bist auf jeden Fall tot. Wenn du natürlich nochmal angreifen darfst, aber. Ach, das zählt wohl nicht als Nahkampfversuch. Oh, ne, offensichtlich nicht. Okay, also diese magischen Stäbchen hier, die scheinen da nicht zu zählen. Diese Foki. Sehr schön. Na gut, zumindest da geht es erstmal voran. Gewaltiger Mana Trank. Ah, okay. Zwar keinen großen bekommen, gleich einen gewaltigen. Okay. Ein an sich stärkerer Bogen, der allerdings hier die Sache fehlt. Zwei Rüstungen müsstest du mittlerweile ja wirklich jeder haben. Ne? Du hast ja hier was ganz Besonderes. Nö, kann weg. Okay, hier brauchen wir offensichtlich einen, ich nenne es jetzt mal Feuerschlüssel, weil mir nichts Besseres dazu einfällt, aber, ne? Wir bräuchten mit jedem Charakter schon wieder Mana. Ich denke, wir werden gleich nochmal rasten. Mein gut, war aber jetzt wirklich ein ziemlich fetter Kampf hier gewesen. Na.
könnte uns auch die drei rastenden Vier nennen. Halbinsel betrügen. Oh ja, hast du? Yes, I feel strong. Ich weiß nicht, ob er hier irgendwo durchkommt. Hier ist, sehe ich was, ja. Hauptsächlich Geld. Das Zeug kannst du ja auch her. Ja. Ich meine, nochmal Magie aufheben. Ja, das hat einen gewissen Wert. Unbedingt mal diese Schwäche aufheben muss, aber. Das wird wohl Wasser sein. Ah, das ist doch Macht, oder? Ja. Yes. Ancestors made this strong. So, Gott sei Dank wieder weg gewesen. Die neue Logik ist mir ja alles manuell immer wieder neu connecten muss. Gibt uns ein bisschen auf den Sack, aber was soll's. Ja, die Tür geöffnet und natürlich die zwei haben nichts anderes zu tun, als 100 Tage hier hinter der Tür zu stehen und dann einen sofort so einen Chakram in die Fresse zu schießen. Ja, macht irgendwo in gewisser Weise Sinn. Ist aber auch sehr langweilig, würde ich mal behaupten. Und natürlich, wie wir sehen, hier sofort geschwächt. Das ist ja logisch. Wir würden natürlich wesentlich mehr Schaden machen, wenn wir jetzt nah dran wären. Oh. Oh, das war gut, 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 gut. Zum Glück war es erstmal nur einer, der hier kam. Mehr Rüstung, auch wenn ich euch gern vergiften wollte, aber Elite-Meuchler doch mal, okay. Ja, die hauen natürlich dann trotzdem hier durch. Aber ich muss ja jetzt mehr oder weniger auch den Armor casten, sonst nehmen wir einfach zu viel Schaden. Machen wir lieber den Single-Tage, der macht dann sicher halt mehr Schaden. Keine Elite. Sehr schön, der ist erstmal weg. Wow. Okay, also ja, hauen sie einen schon ganz schön einen auf den Sack hier. Also schon Kämpfe, wo man ganz schön was raushalten muss an Mana und ähnliches, aber grundlegend ist das ja okay. Du kannst mal noch identifizieren hier. Gut, wir uns mal anschauen. Okay, normaler Helm ohne alles. Wir können alles mal hier runter. Das Zeug hier. So. Zwei Widerstand gegen alle Magieschulen. Zwei Stufen Streitkolben. Das nützt natürlich bei uns leider niemandem was. Schutz vor magischer Schwäche. Also wahrscheinlich dann dieses hier. Ja, gut, also wir haben schon mal Schutz vor Gift und bestimmt auch noch irgendwas anderes, oder? Schutz vor Schlaf. Ja.
nochmal Schutz vor Schlaf. Das macht nicht unbedingt Sinn. Schutz vor Verwirrung, das ist sicherlich gut. Das wird das hier sein. Du hast zweimal Schutz vor Schlaf. Schutz vor Fluch. Schutz vor Gift. Ich meine, das ist der höhere Widerstandswert, aber da wäre es mir fast lieber, wenn ihr das mal tauscht. Weil das bringt dir halt dann keine zusätzliche Immunität. Und ihr das schon. Aber ein Fluch sehe ich generell auch schön ist. Okay, 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 okay. Schutz vor Schwäche, das ist in Ordnung. Dann kriegst du das ja, wie du gesagt, Streitkolb nützt niemandem was, aber jetzt noch ein bisschen Resistenz. Handschuhe. Also, der ist relativ unspektakulär. Er hat einfach nur zwei Rüstung und dann halt noch ein bisschen Resistenz. Ihr habt ja alle was Besseres und dann kriegst du halt das hier. So. Okay. Ja, dann wieder rasten, ne? Hätte es gedacht. Und extrem weit werden wir nicht mehr kommen. Aber wir haben schon gesehen, es gibt einen Ausgang nach draußen. Ancient ruins, full of treasures, untouched for five centuries. My raider. Auf einer Stufe 1. Ja, ist egal, wir haben gerade das Gespräch. Wir können uns das einfach mal anschauen. Scherbe der Erde. War die jetzt auf einmal her? Das hier mal her. There are enemies ahead. Meuchler. I feel stronger. Kannst du eigentlich das hier machen? Ist sofort schwacher, bei dir ist es nicht so schlimm. Also bei den zwei hinteren ist es eigentlich bei beiden nicht so schlimm, weil diese. Ich meine, für den Fernkampf nervt es ein bisschen sicherlich, wenn sie mit dem Bogen schießen, aber im Nahkampf treffen sie ja eh immer. Mit diesen hier. Oh ja, wir kriegen dann wieder. Bei sowas bekommt man dann nochmal eine komplette Runde, ja, jeweils, ne? And stay down. Ist ja auch immer nochmal so Elite. Aber das war wohl gerade einer, okay. Na gut.
Haha, haben wir schon entdeckt. Das sieht verschlossen aus. Das ist wo Primärmagie? Nicht der richtige. Okay. Mal kurz mal gefesselt hier. Mach mal dein Licht hier. Auch wenn es nicht, denke ich mal, nicht unbedingt notwendig ist, aber. Darf uns aus irgendeinem Grund nicht bewegen? Ah, weil das so eine Druckplatte ist. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das muss doch bestimmt da drüben irgendwas bewirkt haben. An und für sich würde mir das hier ja gefallen, aber die Fernkämpfer sind da natürlich eher nervig dann, ne? Ich meine, den Armor her. Das nützt uns nichts. Ja, komm. Verstanden, das ist nicht gut. Auch noch dazu. Okay, dann sofort hier hergehen. Wir wissen ja, dass wir es mitten im Kampf einfach machen können. Warum sollten wir das nicht tun? Machst offensichtlich noch Ausdauer momentan. Und hast jetzt somit alles, was du willst. Ja. Dann hauen wir eh mal raus. Das ist eh wieder ein dicker Kampf hier. So, das ist auch ein Level ab. Wie war das jetzt? Plus 8 Bonus oder sowas? Was du schon hattest hier. Da müsste das Ding ungefähr so hinhauen. Mit Dolch. And stay down. Auch noch Level up. Mystik und Ausdauer jetzt auch noch Experte werden. Ausdauer. Sehr schön. 150, ist sogar immer so schlecht. Das ist sogar mehr HP, ungefähr so viel HP wie er. Er kriegt hier diesen Bonus so ein bisschen. Zum einen hat er mittlerweile mehr Vitalität. Ich weiß gar nicht, haben wir den da mal extra zusätzlich noch was gegeben? Ja, wobei, das ist nicht. Achso, einer kommt noch.
Okay. Jetzt geht auch die Tür auf. Und an der anderen Stelle haben wir gesehen, waren ja auch noch auf jeden Fall schon mal Gegner noch mit da gestanden. Ja, euch habe ich halt nicht so gerne schwach, um es ehrlich zu sagen. Tja, es nützt ja nichts. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt nochmal Rückzug hier. Wir könnten nochmal, ja, einen so weiteren Kampf oder so kriegen wir sicherlich irgendwie noch hinkriegen, aber einmal rasten könnte man natürlich auch noch. Also haben wir noch so viel Mana. Diese Level-Ups. Ja, zumindest unsere Magier. Ja gut, naja, es ist schon. Nimm du mal das. Mach du mal aufheben. Wenn wir diese Schriftrollen haben, kann man sie auch einmal einsetzen, ne? Ich meine. Und wir haben ja eine Scherbe der Erde. Ne? Also wenn wir irgendwas mal mit Erde sehen, kommen wir da wahrscheinlich sogar rein. Na, das sieht sehr nach Erde aus. Okay, und da an der Ecke stand, denke ich, auch nochmal wieder einer. Dann seid ihr also morgens Hunde. Ihr seid stärker, als ihr ausseht. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Was wollt ihr hier? Das würdet ihr nicht verstehen. Über die Chantry ist so viel vergessen worden. Ihr steht nur das. Was? Ihr seht nur das Versprechen vergangenen Reichtums und vergessener Schätze. Ihr nehmt diesen Ort eine Schmiede und erwartet magische Waffen und verzauberten Stahl. Doch dies ist eine Schmiede der Herzen und des Verstandes, ein großer Tempel, in dem die Chantry, also mit den Drachen kommunizieren und ihre Segnungen empfangen könnten. Schickt euch König Varniel. Varniel? Ja, das könnte man sagen. Ja, König Varniel, sein Wille und seine Handlungen haben die Ereignisse in Gang gesetzt, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Meine Anwesenheit hier ist nicht länger erforderlich. Das war unterhaltsam. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung, Schatzjäger. Okay, dann wenden wir ab. Finde die Scherbe der Erde. Die hat man jetzt ja vorhin schon, genau. Und restauriert den Altar. Okay. Ah, und hier steht auch mal registriert die 10 Dinger hinten. Sehr schön. Waffen?